Om Namah Shivaya, willkommen zu einem Kurzvortrag zum Thema Vision von Yoga Vidya. Wie ist es zu Yoga Vidya gekommen? Was hat zu Yoga Vidya geführt? Ich übe Yoga und Meditation, seitdem ich 15, 16 bin. Bin lange Jahre bei einem indischen Meister in die Lehre gegangen, habe dort Zentren und Ashrams für ihn geleitet in Europa und Nordamerika. Und 1987 war ich in Kanada bei einer 100-Jahr-Feier von Swami Shivananda. Swami Shivananda ist 1887 geboren und 1987 gab es dort eine großartige Feier. Und morgens früh wurde ich um gegen 3:30 hellwach. Ich wusste nicht warum, absolut warum. Ich wusste, ich werde nicht mehr schlafen können. Also habe ich gedacht, gehe ich zum großen Yoga-Raum, in die Yoga-Hall. Und bin dort hingegangen und irgendwie hat es mich auf die Bühne gezogen und ich habe vor dem Altar gesessen. Während ich dann dort gesessen bin, habe ich plötzlich eine Riesenenergie gespürt. Ich habe gespürt, dass dort eine starke Präsenz ist. Ich habe gemerkt, wie mein Herz sich stark geöffnet hat. Und dann habe ich mein Normalbewusstsein verloren. Ich bin in einem Zustand von Freude, Verbundenheit weitergegangen. Und als ich langsam aus diesem Zustand wieder herauskam, habe ich Swami Shivananda überlebensgroß gesehen. Und ich wusste, Swami Shivananda hat mich dorthin geführt. Und dann hat er mir irgendwo bedeutet, dass Yoga nochmals sehr wichtig werden würde. Er hat mir gezeigt, die Welt kann in mehrere Richtungen gehen. Es kann in große Schwierigkeiten kommen, es kann ganz schlimm werden im 21. Jahrhundert, aber es könnte auch ein goldenes Zeitalter entstehen. Dass bis dahin die Technik so wäre, dass eine ökologische Zukunft möglich wäre, dass Menschen friedvoll miteinander umgehen können, dass Kriege nicht mehr sein würden, dass Hunger nicht mehr sein würde. Und für diese großartige Zukunft könnte Yoga eine wichtige Rolle spielen. Denn Yoga könnte verbindend sein. Yoga mit einem tiefen spirituellen Kern, das Menschen ermöglicht, Gott zu erfahren, das ermöglicht, das Innere von anderen Menschen, Tieren, Pflanzen zu erfahren, Einheit zu erfahren. Und auf dieser Basis könnte Yoga eine große Wirkung haben. Yoga könnte gut sein für Kinder, um eine gute Zukunft zu haben. Yoga könnte gut sein, letztlich, wenn Politiker zusammen Yoga üben, werden sie verbunden. Yoga könnte ein wichtiger Bestandteil sein für die künftige Medizin, die nicht nur Apparate und Pharmakologie-Medizin sein kann. Yoga könnte eine wichtige Rolle spielen in Kommunikation und so weiter. Also diese Vision war dort und irgendwo war mir auch bedeutet, ich würde auch eine gewisse Rolle dort spielen. Wichtig, damit Yoga diese Rolle spielen würde, wäre zum einen, dass es ausreichend viele Menschen gibt, die Yoga intensiv praktizieren, erfahren, zum Gottesbewusstsein kommen. Zweitens, dass Yoga sich aber auch in den Zeitgeist hineinbegibt, was zum einen heißt Demokratie, es heißt Verbindung mit Wissenschaft, Medizin, Psychologie, Kommunikationswissenschaft, Soziologie und was auch heißt, dass Yoga sich orientieren muss an humanistischen Werten, Mensch steht im Vordergrund. Das war die Vision, die mich zum einen inspiriert zurückgelassen hat, und zum anderen auch mit voller Energie zurückgelassen hat, wo ich gedacht habe, ja, so kann es sein, so könnte es sein, dafür will ich mein Leben einsetzen. Ein paar Jahre habe ich dann versucht, in der Yoga-Organisation, wo ich war, diese Vision ein bisschen zu verbreiten, dafür zu werben, dass bestimmte Veränderungen geben muss, dass Demokratie stärker verankert werden muss und so weiter. Und irgendwo hat es dann auch dazu geführt, dass ich diese Organisation verlassen habe. Am 31. Dezember 1991. Danach wusste ich erstmal nicht, ich hatte diese Vision, irgendwas würde dort entstehen können, aber ich wusste jetzt nicht, wo soll ich mich engagieren, was kann entstehen. Ich bin dann auf ein paar Monate Reise gegangen, bin durch verschiedene Teile von Amerika gereist, durch verschiedene Teile Europas, nach Israel. Das waren aber nur ein paar Wochen und dann einige Monate nach Indien. Und in Indien habe ich Nordindien etwas bereist.
Rajasthan, Varanasi, Bodh Gaya, aber vor allen Dingen war ich dann längere Zeit in Rishikesh, insbesondere im Shivananda Ashram. Es war meine erste Indienreise. Manche können es gar nicht glauben, dass ich letztlich 12 Jahre oder länger intensiv Yoga geübt habe, ohne jemals Indien gesehen zu haben. War dann meine erste Indienreise. Und dort, als ich den Shivananda Ashram Rishikesh besuchte, wusste ich, das war der richtige Ort. Dort war eine Riesenschwingung. Hatte ich das große Glück, es war mit Chidananda, der normalerweise das ganze Jahr durch die Welt reist, war dort diese Woche da, hat jeden Morgen und Abend Vortrag gegeben. Da war ein Swami Brahmananda, der große Vedantin, hat jeden Vormittag und Nachmittag einen Vortrag gegeben. Und Swami Krishnananda, der jeden Tag eine einstündige Meditation angeleitet hatte, plus Darshan gegeben hatte, wo man ihm alle möglichen Fragen stellen konnte. So war ich besonders gesegnet und beseelt. Und kurz bevor ich den Ashram verlassen hatte, wusste ich immer noch nicht, was soll ich jetzt eigentlich tun. Jetzt war ich dort da, ich bin voller Prana, ich spüre Swami Shivanandas Gegenwart, aber wo soll ich eigentlich hingehen? Und während ich so reflektierte, hatte ich plötzlich die Vision eines Lichtwesens, das auf mich zugegangen ist. Es war Swami Shivananda. Er schaute mich mit liebevollen Augen an. Ich spürte, wie eine riesen Lichtenergie in mich hineinging, wie ich von der Tiefe bis zur Höhe ergriffen wurde, aus dem Körperbewusstsein herausgerissen wurde. Eine ganze Weile war ich da drin. Als ich rauskam, war plötzlich klar, ich sollte nach Deutschland zurückgehen. Ich sollte in Frankfurt mit einem kleinen Yoga-Zentrum anfangen. Dann würde innerhalb von 5 Jahren ein Ashram entstehen. Danach würde daraus ein größerer Ashram kommen, ein Ashram für 1000 Menschen, ein Netzwerk von Yogaschulen, Yoga-Lehrenden, und dort könnte dann Yoga sich im großen Stil verbreiten. In dieser Vision war dann vieles enthalten: Ashram für 1000 Menschen, Netzwerk von Yogaschulen, Netzwerk von Yoga-Lehrenden. Es war wieder die alte Vision, es braucht einige Menschen, die intensiv praktizieren, es braucht die spirituelle Gemeinschaft, das Ganze sollte demokratisch sein, das Ganze muss so sein, dass es mit Wissenschaft verbunden ist. Daraus drumherum, um diesen großen Ashram, viele Menschen, die sich auch mit Yoga beschäftigen, eine Art Yoga-Dorf, das drumherum entstehen kann. Verbindung eben mit Wissenschaft und damit auch Zusammenarbeit mit Universitäten, vielleicht sogar eine eigene Yoga-Akademie oder Yoga-Universität. Verbindung mit politischen Institutionen, um Yoga in die Schulen zu bekommen, Yoga in die Medizin zu bekommen, Yoga in die Psychologie zu bekommen. Verbindung auch mit anderen spirituell-religiösen Initiativen, denn Religion letztlich will auch zur Einheit kommen. Und damit es ein friedvollerer Ort wird, diese Welt, dazu braucht es auch die Zusammenarbeit von verschiedenen Religionen und Religionsgemeinschaften. Die Ökumene muss weiterentwickelt werden. So war also eine Menge in dieser Vision drin, und so bin ich nach Frankfurt gegangen, und dann galt es, die Vision umzusetzen. Willst du jetzt mehr wissen, wie es mit Yoga Vidya dann wirklich begonnen hat und weitergegangen ist? Dann klicke auf dieses Video oder diese Videoreihe. Oder geh auf www.yogavidya.de und suche einfach nach Yoga Vidya im Suchfeld, da findest du, wie es zu Yoga Vidya gekommen ist und die einzelnen Schritte. Auch in unserem Wiki gibt es einen großen Beitrag. Danke dir und klicke doch noch schnell auf Gefällt mir, schreib einen Kommentar, auch deine Erfahrung zu Yoga Vidya und was du bei uns erlebt hast.